Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu unserem nächsten Let's Play. Wenn ich mich Genau. täusche, ist es Nummer 31. Ja, so weit sind wir schon gekommen. Ja. Haben hier schon wieder einen kleinen netten Hof angesammelt, ein paar schöne Genau. Traktoren, aber das wisst ihr ja. Ja, der Baby ist wie immer auch mit von der Partie. Ja, Genau. da springt er wieder mal. Ich kann ja auch Genau. springen, guck mal. Ja, du springst immer. Ja, jetzt machen wir aber wirklich Forst. Die Silage ist Ja. weg. Ich Genau. habe hier alles da. Ich nehme den einen Die Skirunner. andere Wollpalette, was ja noch oben ist, die machen wir irgendwann später. Genau. Ich mag jetzt hier Bäume fällen. Und der Babysch hilft mir, soweit ich das. Genau, ich nehme den IT-Runner, lade das Ding ab und brauchen wir Ja, den kannst du dann gleich schon mal bereitstellen für später dann. genau ankuppeln, Ups. Container abladen. Zack. Ja, wir haben ja letzte Folge richtig viel Geld gescheffelt mit der BGA Ja. und haben da auch richtig gut gearbeitet, finde ich. Kuh abkoppeln, genau. Arm aufladen, genau. Und los geht's. Im Schrubi hinterher. Weiß gar nicht, wird der Schrubi jetzt hingefahren? Ob ich den noch einholen kann? Ich weiß selber nicht gerade, wo ich hinfahre. Du fährst in das. Ja, wir fahren da Feld 11 und 11, 8, Feld 11 und 11, Feld 11 und Feld 18 ist ja das, wo wir das geparkt haben. Ah, genau. Zeit ist immer noch auf 5 Minuten beschleunigt. Passt jetzt so, oder? Ja, wollen wir das so lassen oder wollen wir erstmal einfach machen? Würde ich sagen, Ja, oder? einfach, dass die Zeit nicht so wegrennt. Guck da oben drüben in der Schobi. Genau, da haben wir beide. So, und rum. Und da lang. Aber wir hätten die Eier mitnehmen können. Tja. Hätten wir noch mal Eier abliefern können hier auf dem Weg. Mal schnell ausstecken. Okay, haben wir ein paar Eier abgegeben. 1000 Euro gekriegt. Da hinten ist es. Ich sehe es schon. Hier liegen auch schon ein paar Bäume rum. Ja, die müssen wir noch alle einsammeln. Alles klar, gut. Hier nehme ich einen Baum. Oh, das hier ist erstmal wurscht. Weil mich jetzt verarschen? Scheiß kleinen Äste. Na? Weil die immer so blöd zum Aufnehmen sind, weil die so klein sind und man die rutschen immer durch zwischen die Gabel. Da brauchst du dann dreimal so lang. Jetzt nehme ich den anderen hier. Ja. Deswegen wolltest du fortmachen, damit du dich wieder aufregen kannst. wieso fällt da eine Baum nicht um hier? Hä? Nehme ich hier schon mal. Hallo? Mich jetzt verarschen? Ja, der fällt halt nicht um, da muss man da einfach nochmal dagegen fahren.
dieser eine Baum da, Ruby, wo ich hier stehe. Genau. So. Weil, dass die nicht umfallen, das ist das Schlimme. Ja, ja. Alles klar. Hallo? Will mich jetzt verarschen hier? Ich glaube schon, ja. Nee, weil ja, ich steck ja jedes Mal drüber und. Ich glaube, nee, ich glaube, der Baum will dich verarschen. Der hat sich heute so gedacht. Wenn mich der, was mich fällt, den verarsche ich dann aber ordentlich. Willst du das erstmal ranlegen? Ja, ja. Wenn die mich eine Länge machen, dann kannst du das wieder so dranlegen, weißt du? Ja, ja. Jetzt kannst du da sägen, wo Ende des Auflieger des Anhängers ist, so ungefähr. Oh. Ja, sollte hinhauen. Haut auch hin. Mach erstmal den vorderen Baum hier. Wie jetzt? Na, den hier. Achso, der? Hm. Na gut. Weil. Man kann das dann erstmal wegräumen. Ja, gut, reicht schon. Mal hier so Pi mal Daumen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja. Das hat auch nochmal so 100.000 gegeben, ja, glaube ich. Ja, ja. Eine Folge Holz. Aber wir müssen dann auch wieder Bäume nachpflanzen, gell? Ja. Muss man dann irgendwann auch mal machen. Sonst haben wir den ganzen Wald abgesägt und wir haben da nichts mehr. Oh, da ist noch genug Wald da. Warte, es reicht, reicht. Schieb nicht noch mehr. So, ja, gut. War's schon. Bring erstmal das rein in diese. Naja. Diesen IT-Runner. Ach, ich bin froh, wenn wir den Scorpion King haben. Ja, dann geht's schon ein bisschen besser dann. Na, weil das dann einmal zurechtschneidet und du hältst das über den IT-Runner-Ding und dann fällt das von selbst rein. Ja. Ja, so leicht ist es nicht, weil das ist nicht so. Das wird halt dann, geht halt dann nicht so gerade. Sind diese alle schief dann? So wie der hier. Du, was macht ihr? Ist doch jetzt egal. Hauptsache, die sind drin. Die haben zwar ein bisschen Überlänge, aber egal. Na, na, das passt schon. Die können ja ein bisschen hinten rausschauen, solange sie halt nicht gar so lang sind. Spitze, die weg. Mix Bond, genau. So. So. Ja, sorry, ein bisschen blöd gefallen, aber. Tja. Aber du kannst es mal dran halten gleich. Ja. Dann kann ich den Baum dann kürzen.
müssen auch die Länge wieder zurechtschneiden. Ich weiß nicht, wie viele Bäume passen rein. Ja, passen schon. 6 Bäume oder so. Denke ich schon. Noch mehr. Ja. Wir müssen ja nicht ganz voll machen. Oh Gott. Ein Stück noch. Aber mit dem großen Radlager ist bestimmt einfacher, oder? Nö, finde ich jetzt nicht. So. Gut, was ist hier der noch? Ist auch noch nicht geschnitten hier. Nee. Gut, dann mache ich hier eine, ein bisschen kürzer von der Länge. Da haben wir wieder ja, ein bisschen was. Kann der wieder eine Weile aufladen. Da kannst du eine Weile aufladen. Das macht schon Spaß mit dem IT-Runner-Ding, gell? Ja, das ist schon gut hier. Ja. Also mir gefällt das hier. Hm. Normalerweise könntest du dir noch so einen Auflieger holen, gell? Mhm. Dann könnte ich dir einen zweiten hinstellen und du könntest dann. Und ich würde so viele Bäume fällen wie möglich. Und ich hätte dann in der Zwischenzeit hätte ich abernten können. Zum Beispiel. Ja. Aber das können wir später machen. Ja, klar. Wenn wir irgendwann nochmal einen dritten Mitspieler haben, mal so durch einen Gast oder so. Ja. Mal so ein paar Folgen. Ui, perfekt reingefallen. Ja. Wie viel bringt pro Baum? 74, nee, 70.000, gell? Ja. Ein richtig ausgewachsener Baum. Ich glaube, so viel bringen die nicht. So eine Tanne. Jetzt gerade kein Baum? Nee. Komisch, gell? Was war nicht los? Auf einmal spawnt da ein Baum vor der Nase. Spielt das Spiel jetzt komplett oder was? Was? Das Spiel ist komplett blöd geworden, oder wie? Wieso? Ja, weil da auf einmal ein Baum gespawnt ist. Ja, weißt du, warum da ein Baum gespawnt ist? Nee, keine Ahnung. Weil ich da einen Baum hingesetzt habe. So. Für sowas haust du das Geld raus. Mensch, 7.000. Meine Güte. Also mit so einem komplett ausgewachsenen Baum, da bringt wieder Geld ein. Aber den wollte ich von Spaß machen. Ja, super. Du wusst ja nicht, dass du es sofort siehst. Hatte hier noch so ein Ding, hier, so ein Ast. Oh, ja. Du wusst ja nicht, dass es so, dass du das sofort siehst. Ja klar. Oh, das werde ich mir mal deine Vögel angucken, wie das aussah. Ja, naja. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Hat er gedacht, das Spiel spielt der einen Streich oder was? Ja, keine Ahnung. Dachte mir, was ist das jetzt für ein Quark hier? Hm. Warum ist der auf einmal ein Baum?
Soll ich mal noch einen Baum fällen? Am besten der, der am Weg steht. Oh, ich hab zu hoch angefangen. Oh Mist. Oh, ich komme jetzt nicht heran, ja. Diese scheiß fick kleinen Äste, ich hasse sie. Jetzt habe ich ihn wieder, weißt du, und jetzt fällt er mir wieder aus dem Ding raus, weil man mit der blöden Poltergabel den nicht gescheit greifen kann, weil der halt nur dann erst die liegen, dann holen, wenn wir irgendwann dann den hier diese Hackschnitzel-Dings haben, können wir die dann reinwerfen. Ja. Das ist auch wieder so Aufwand, bis man da wieder die ganzen Dinger zusammen hat. Baum fällt. Ja. Das ist ein richtig langer Baum, oder? Ja, das ist der, was du gekauft hast, oder wie? Genau. Alter, der ist ja lang, oder? Oh, da ist noch ein Ast. Oh, da sind noch mehrere. Ich mache jetzt einfach mal eine Probelänge, oder? Ja, mach einfach. Hier? Ja. Mach mal. Oder willst du das nochmal kurz reinschieben? Ja, das geht jetzt nicht, weil der Baum zu groß ist. Ich leg's einfach durch. Warte. So weiterkommen. Weiß noch nicht, was zu kurz ist und was zu lang. Ja, ein bisschen weniger noch. So? Ja, so ist gut. Ja. Ja, ein bisschen weniger noch. Noch ein bisschen, so? Ja, so ist gut. Hä? Wieso packt denn der Baum um? Da bin ich gerade die Säge durchgefallen. Oh, alles klar. Das müsste doch die passende Länge haben, hoffe ich mal. Ja, ein bisschen lang. Wie lang? Ja. Ja, es geht aber noch. Halt doch noch an den Baum noch ran. So geht's ja. Mach mal so. Ja, mach ein bisschen kürzer. Ein bisschen. So. Ja. Haben wir dann den Baum gesägt? So. Gut. Haben wir das auch. Und hier machen wir die Spitze weg. Soll ich noch einen Baum fällen oder reicht das erstmal? Ach, das reicht doch erstmal, oder? Verkaufen wir das mal. Das gibt da wieder ein bisschen Geld.
noch ein bisschen Geld. Ja, ich meine, dass wir jetzt mal so viele Bäume reinpacken, wie es nur geht, bis oben hin. So war meine Devise. Nur, dass wir richtig Geld kriegen und wir gleich die Gerätschaften mitkaufen können. Also zumindest den Mais-Dings da, gell? Das Schneidwerk dazu, meine ich. Dass wir nicht nur die Erntemaschine erstmal haben. Und dann gleich das Schneidwerk, ja? Ja. Eine New Holland 38 und dann gleich noch das die Gras Dings da. Und Gras sehen. Also 38 und 35. Was? Wo willst du Gras sehen? Nicht Gras sehen, Gras mähen. Ach so, ja, ja. Ja. So, wie lange haben wir denn jetzt schon gemacht? Nur 22 Minuten. Ja, okay. Sind nur noch 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Ja. Und die Pappeln, die bringen nicht so viel, gell? Oder? Ja, die sind halt auch wieder so. Laubbäume. Auf Laubbäume halt. Und wir die ganzen Äste wegmachen und so. Und genauso wie hier mit den Spitzen. Meine Überlegung wäre, wenn wir echt noch viel Geld über haben, gell? Ja. Mit dem Holz und mit dem Kaufen. Ob wir uns den, den gemotteten, kleineren Häcksler kaufen. Für die Spitzen, ja. Lass die liegen. Ja, ja, diese. Ja. Den kleinen. Genau, den ganz kleinen. Hackschnitzel. Genau. Häcksler, oder wie das heißt, ja. Ja, mit der anderen Auflage. Ich fäll jetzt noch einen Baum. Da passt noch einer drauf. Ja, machen wir halt noch einen. Mach. Mein Gott, diese kleinen Spitzen, den, die machen mich verrückt. Dann lass uns noch liegen, Mensch. Dann holen wir uns den kleinen Häcksler. Der hat ja einen kleineren Greifarm. Obwohl, richtig sogar. Naja, liegt doch ganz gut. Ich hab doch alles erwischt. So. Jetzt müsste das alles weg sein. Nein, immer noch nicht. Was ist denn hier los? Also Bucky oder was? Schneid mal so viel ab. Ja, ja. Säg mal einfach wieder nach Augenmaß. So. Probier's mal ran und wenn der genau passend ist, dann hab ich einen roten Augenmaß. Naja, der passt schon. Ja. Dann kann man hier noch ein paar. Dann halte ich es da nochmal hin. Ja. Ah, mit dem Scorpion King ist das viel einfacher. Ich will den Scorpion King. Das ist die nächste Anschaffung. Ja. Nach dem, Dings. Oh Gott. Das wäre eine Möglichkeit, ja, dass wir das holen.
Na, weil das in einer Arbeit, das sparst du dir mehrere Arbeitsschritte. Und Zeit. Ja, wir könnten halt auch erstmal noch die Felder weiter ausbauen, weil ein Grubber für Mais und sowas ist mir noch nicht gesägt oder was? Ich hab noch durchgesägt. Nee. Na klar. Du hast den nur rangeschoben. Nein, das ist. Toll, jetzt komme ich nicht mehr ran. Warte, andersrum. Auch jetzt. Nee, jetzt nicht mehr. Rollst den aber noch weg, das ist doch dumm. Geh jetzt noch durch. So, alles klar, kannst aufladen. Perfekt. So. Machen wir den dann weg. Gut. Ganz kurz. Halt am Arsch, dass wir so scheiße nah ist an dem Dings da. Was wieder nirgendwo dazwischen. Furchtbar. Bin wieder da. Mal ganz kurz Brötchen rübergeben. Ah ja. Und meine Tochter. Ach ja. Ja, sorry. Was ist da los? Oh nein, es fällt bald raus. Bin schon. Sicher? Ja, ja. Hier muss ich noch einmal durchschneiden. Das ist sonst zu lang. Achso. Wollen wir den dann noch jetzt wegfahren gleich? Ja, ja, fahren wir noch schnell weg. So. So. Senken. Dann fahren wir den noch weg und dann sind wir wieder fertig für diese Folge. Genau. Oh, kannst du den einen Baum hier mal wegfahren? Zerwischen halt nicht. Gescheit. So, jetzt so. So. Anfahren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh, das ist. Weil hinten das Ding mitlenkt, weißt du, die Achse an dem Hänger. Geht das so schnell rum. Obwohl nicht rum sollte. Schau ich dir noch ein bisschen zu, wie du das für machst. Q und X. Und F10. Ja, gut. Ha. Warte mal kurz. Ne, siehst du, da fallen nämlich ein paar Bäume raus. Wollte ich mal noch so mal behaupten, oder? Geht das so? Weißt du, ich fahre und du siehst einfach dann, wenn was ausfällt. Ja. Fährst halt zum Sägewerk. Gott, das Ding ist schwammig hinten auf dem Achsen. Wie weit ist es noch bis zum Sägewerk? Nicht mehr weit, gell? Muss ich jetzt schon hier rein? Ja, ja, da. Oh, oh! Hast du das gesehen? Ja, ja. Ja, da bist du falsch gefahren. Oh mein Gott. Komm ich da mal runter? Ja, da kommst du runter, aber das ist halt wieder ein bisschen kurviger. Und enger alles. Ja, so schlimm ist es nicht. Wenn das Gott vom Bahnhof umfällt, ist schon richtig. Nein, war Spaß. Das wäre natürlich doof. So, was haben wir jetzt da gekriegt? So viel waren es wahrscheinlich nicht. Nee, ich sehe alles nur Einzelbeträge. Aber wir haben jetzt 421.000. Ja, jetzt gehen aber die Dinger weg. Das vom der. Das fahren wir Zug. Bald schnell, oder? Das Geld. Was machen wir mit dem? Na, den IT-Runner-Aufsatz wollen wir den an den Bauernhof erstmal hinstellen wieder. Oder wollen wir das erstmal wieder im Wald stellen? Ja. Ja, im Wald halt. Aber das können wir ja dann später so machen. Ich würde sagen, machen wir jetzt die Folge erstmal fertig, oder? Da ja. Das sind eh schon wieder über 30 Minuten. Ja, schon. Ja, ja. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge? Ja, das war's. Wir verabschieden uns hier. Genau. Das danke fürs Zuschauen. Ne? Ich schau mal hier, inspiziere den Traktor. Genau. Okay. Dann sage ich Tschüssi, Leute, bis zum nächsten Mal. Genau, ich auch. Ciao.